Wow, bei mir hing's gerade einfach. So richtig massiver Frame-Einbruch. Kurzzeitig. Wow! Heilige Scheiße, da sind ein paar Leute drin. Nee! Da sind Menschen drin, Mann! Und die sind böse, allesamt. Ich weiß. Lähmungsgewehr. So, wuh! Das nehmen wir jetzt mal. Alter, was ist das für ein äußerst seltsamer Ort? Ja, das ist so ein krankes Labor. Boah, die züchten vielleicht ihre eigenen Frankensteins Monster. Oder ihre eigenen Nutten. Ja, das sind dann die Nutten. Die machen es nur besser als Frankenstein. Das sind dann Nutten, die haben eine Doppelvagina oder so. Wow. Das wäre interessant. Oder die haben beides. Vielleicht habe ich auch beides für bisexuelle Männer. Dann könntest du sie von hinten, von vorne nehmen. Ja. Stimmt. Du hast richtig gut. Das ist die 1-Million-Dollar-Idee. Ich weiß, was wir züchten. Okay, wir treffen uns morgen hier in meinem Biolabor und dann. Ja, auf jeden Fall. Bin dabei. Oh nein. Der Typ hat eine Waffe. Der Typ hat einen Flammenwerfer. Komm. Kann man den britzeln? Nee, kann man nicht. Wie langweilig ist das denn? Renn doch nicht in meine Richtung. Du bist doch wahnsinnig. Ich habe einen Raketenwerfer, wenn du. Ja, dann benutz ihn. Das war intelligent. Was zur Hölle? Das ganze Stockwerk ist explodiert. Das ganze Stockwerk? Also ich lebe noch. Ja. Ich bin auch ein Teil des Stockwerks. Ich gehöre hier quasi zum Mobiliar. Zum Inventory. Wieso habe ich jetzt einen Taser, ey? Keine Ahnung. Vielleicht war es meiner. Den habe ich vor Schreck fallen lassen. So, ich kümmere mich mal um die Kleinen und du nimmst dir den Großen vor, gell? Der ist gleich weg. Ausgezeichnet. Die Schauen, die rennt in ihn rein. Das geht zu zweit echt schneller als alleine. Die Großen zu Natürlich. Killen. Die ist gerade runtergefallen. Ungefähr doppelt so schnell. Wer, die Schauen, die ist rund. Nee, doch nicht, ist da. So. So. Waren das alle? Das ist eigentlich voll schade, die sehen echt nicht schlecht aus. Naja. Wir könnten uns ein paar mitnehmen, so für... Ja. Guck, ein paar nekrophile Bandenmitglieder haben. Hier! Ja, nicht die, die sich noch bewegen. Oh. So. Alter! Alter! Kann man nur so dämlich sein? Alter. Okay, ja, komm, geh in die Treppe hoch. Die züchten was, geh mal zu dem Ding zurück. Die züchten da drin was. Da sind Menschen drin. Da sind Sachen drin. Wow, hä? Da waren gerade 6 Gegner. Ich hab mit dem einen Boxspringen gespielt und dann... Und dann ging's weiter. Ja. Die züchten die Großen da drin. Ja, stimmt. Ach, diese Riesen... Da sind die Großen drin. Komm schon, ja. Warum habt ihr das weggemacht? Ich war es nicht. Ja, wir waren es nicht. And for his brutes, I am the master pattern, you see. Why are you still strung up if they already cloned your ass? The copies are flawed. They have my brawn, but not my brain. I can help you. The last time a big naked dude said he could help me, it did not end well. So geil. Trust me. Also ich will das ja, aber die Situation kennt jeder von uns, oder? Oder? Oh ja. Alter. So. Ich bin am Leben. Der Kerl hat keine Eier. Ja, vielleicht hat er auch Man sieht sie nicht. Der Baum hat halt nix. No time. Tatsache. Nennen wir ihn Vaginos. Nee, Vaginov. Ist ein Russe. Also klingt er so. Vaginov, genau. Komm, wir punchen Wodka und nennen ihn auch so. Vaginov. Womit willst du den punchen? Ethanol. Du punchst Wodka mit Ethanol? Mit purem Ethanol. So, da kriegen ja. Die Leute. Dann guten die Wodka Leute punchst du mit Methanol. Nein. Davon kriegst du nämlich. Nein, davon kriegt man so alten Kater. Ja, und verlierst deine Augen, wenn du Pech hast. Aber egal. Es geht hier um den Spaß. Ja, auch wieder wahr. So, ich bin schneller als Vaginov. Also Vaginov Fun und Vaginov normal. Ey, da ist der Belgier. Der Philippe. Ja, scheiß Franzose. Auf geht's. Also ich spring gerade runter, was machst du? Oh, ich auch, mein Freund. Hängen wir jetzt beide da dran? Lol. Ja. Zack.
So, ich übernehme die Roten, du tötest die anderen. Ja, mitgemacht. Na? Wo bleiben die anderen? Ja, du baumelst da schön. So, ja. Wow! Ich weiß nicht, ob das so schlau war. Warum soll haben wir dieses Ding hier eigentlich behalten? Warum springen wir nicht einfach so runter? Wow! Wow! Alter! Wer ist das denn? Haut drauf! Ja, ich muss nachladen, chill mal. Langweilig. Oh. Ciao! Ja. Dumm, die dumm, die dumm. Ich lebe mein Leben und rauche meine fette Zigarette. Und jetzt bin ich tot. Ja, ich glaube, der ist Matsch. So ein bisschen. So ein bisschen. Man hat viel zu wenig Blutspritzen sehen. Und das Ding rollt mal raus auf die Straße, ne? Ja. So. Jetzt im Ernst, ich meine. Halt, warte mal. Wo ist er denn? Ich würde den sehr gerne noch sehen. Ja, was machen wir? Also entweder wir entschärfen die Bombe. Dafür kriegen wir dauerhaft Bargeld dazu. Oder wir kriegen da oft einen Respektbonus, indem wir es in die Luft jagen. Ich glaube, beides sind 5%, oder? Ja, also ganz ehrlich, ich würde auf jeden Fall das Gebäude behalten. Hallo, ein ganzes Gebäude für ein bisschen Respekt, also ganz ehrlich. Also ich habe in meinem Singleplayer-Spiel schon es in die Luft gejagt, einfach weil es cool ist. Nee, also ich würde es auf jeden Fall behalten, es ist ein geiles Teil. Ja, aber Respekt ist wichtiger als Geld. Ich meine, Geld kriegen wir sowieso wie heute später. Und Respekt, ja, aber es geht ja auch um das Domizil, das wir dann hier an der Stelle haben. Ach, kriegen wir dann auch das Domizil? Ja, es kriegen wir als Domizil. So. Ja, dann, das ist was anderes. Ich dachte, wir kriegen einfach nur Bargeld wirklich dazu. Also, soweit ich weiß, kriegen wir es als Domizil. Hast du schon entschärft? Gut. Perfekt. Ich habe gar nichts gemacht. Ey, wir haben aber, ganz ehrlich, wir haben 7 Minuten nur gebraucht. Alter. Ja. So. Schade, das sah so schön aus, als das Ding in die Luft geflogen ist und Leute zerquetscht hat. Warum nehmen wir den nackten Mann mit? Weil der cool ist. Wahrscheinlich haben wir einfach... Wir haben eh nichts in seiner Kleidergröße. Ja, das lässt sich doch machen. Der Kerl kann sich nicht mal mehr allein ein T-Shirt anziehen, weil er so unbeweglich ist wegen seinen Muskeln. Bester Spruch überhaupt. Bester Spruch überhaupt. Hier ist alles ziemlich pink. Möchtet ihr eine männlichere Farbe, wie zum Beispiel lila? So geil. Ja, das belgische Problem. Aus der Welt geschafft, würde ich mal sagen. 6000 Bargeld. 6000 Öcken. Ein bisschen Respekt. Wow. Für die Übernahme des Morgensterns. Und Bonus Bargeld. RC-Prozessor. Wir kriegen den Oleg als Begleiter. Oleg heißt der? Ich finde Vaginov besser. Wir nennen ihn weiter Vaginov. Ausgezeichnet. So wie Syphilis-Kind. Syphilis-Kind, stimmt. Für die, die sich nicht erinnern, das war von Limbo. Von Limbo, yeah. Ach stimmt, das habt ihr auch gezockt, gell? Nein, yeah. Nein, das war also, das Spiel ist 15 und... Das Spiel ist viel zu kurz. Ja. Aber es ist so lustig. My hometown roots. My husband gave his life defending Stillwater from gang violence. It is my greatest privilege to honor him with this bridge. Bla bla bla. Ja. Oh ja, da kommen dann schon die Luchadores. Die Luchadores. Killbanes Schläger. Wow. Ja, dann weg hier, nicht? Ja, würde ich jetzt auch mal sagen. Also ich fahre schon. Die spielen ganz toll mit ihren Uniformen, Autos. Haben wir auch. Jo. Wow. Nein, wir haben keine Uniformen in Autos. Unsere sehen unterschiedlich aus. Ah, stimmt. Der erinnert mich immer an Bane ein bisschen. Heißt ja auch an so ähnlich, aber... Killbane heißt er. Ja, aber erinnert mich trotzdem irgendwie an Bane. Also Killbane erinnert dich an Bane. Ja. Er hat auch eine Maske auf. Und gut, wie die ihre eigenen Leute wegsprengen. Ja. Mach ich auch immer so, also. Sei froh, dass du nicht mehr mein Untergebener bist. Ja, bin ich, glaub mir, bin ich. Oh, so richtig schön aus Ego-Perspektive der Rakete. Krabums. Ich glaube, es passiert mehr, wenn man sowas auf Autos schießt. Ja. Ja, aber wir sind hier. Nicht in der Realität. Die arme Frau, es ist mir eine Ehre, meinem Vater eine Brücke zu.
ja, präsentieren, zu widmen, danke. Was, nicht, was ihr Vater? Ich dachte, ihr Mann. Ihr Mann. Ihr Mann. Ich höre den nicht. Und vor allem hat sie die Brücke ihrem Mann gewidmet, weil er sich gegen Bandenkriege eingesetzt hat. Ja. Amerika. Watch us. Just relax, Shondi. All right, big man, what do you got? There are others who hate the Syndicate as much as you do. I will take you to them. Oh, jetzt kommt einer meiner Lieblingscharaktere in diesem ganzen Spiel dazu. No, I will not come down. I am heading back to the hill. Book an emergency session. God damn it, this is war. Und wir kriegen, glaube ich, Probleme. Ihr rauscht gerade, euer Mikro rauscht gerade ziemlich. Echt? Jetzt nicht mehr. Das ist, wenn ihr zu lange leise seid, dann fängt es an zu rauschen. Ah, okay, ja. Also ihr müsst mehr reden. Bla 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 bla. Okay, wunderbar. Also...